Selbstwachstum bedeutet, dass ich solche Erfahrungen, die erstmal wehtun, integrieren kann. Das geht nur mit einer anderen Kompetenz, die jetzt nicht Selbstmotivierung heißt, wo ich dann positiven Affekt herstelle, wie man Vorsätze umsetzen, sondern die nennen wir Selbstberuhigung, weil es da darum geht, diesen negativen Affekt wieder ein bisschen zu dämpfen. Entweder mit Hilfe von anderen, wo ich Trost empfinde, oder aus eigener Kraft, wenn ich gelernt habe, mich selbst zu beruhigen. Ja, also die PSI-Theorie, PSI, da kann man zuerst an den griechischen Buchstaben Psi denken, und für viele Leute steht er für Übersinnliches, Psi-Phänomene, ja. Man kann auch an den griechischen Buchstaben Psi denken im Sinne eines Kürzels für die Psyche. Die Psychologie verwendet den auch oft, um ihr Fach zu bezeichnen, sozusagen als Emblem. Aber die PSI-Theorie, also normalerweise sprechen wir auch nicht unbedingt immer von Psi-Theorie, sondern sagen dann auch PSI, weil die Buchstaben einfach im Sinne eines Akronyms, einer Abkürzung für den Kern der Theorie, das Besondere an der Theorie eigentlich stehen. Persönlichkeitssystem-Interaktionen stehen da im Mittelpunkt. Persönlichkeitssystem, da kommt eigentlich schon zum Ausdruck, dass es um eine Theorie geht, wo nicht so sehr nur die subjektiven Überzeugungen und die Inhalte von Absichten und Strebungen und Motivationen eine Rolle spielen. Das, was normalerweise wir mit Psychologie überhaupt mit dem Nachdenken auch im Alltag über Psyche, über das Verhalten von Menschen und das Erleben von Menschen verbinden, sondern im Mittelpunkt stehen jetzt Systeme. Das ist eigentlich schon ein Hinweis darauf, dass es mehr, wir nennen das, der funktionsanalytische Blick ist. Wir wollen wissen, wie funktioniert Persönlichkeit? Ein sehr eigentümlicher Blick, so auf den ersten Blick im Alltag sagen wir nicht, wie funktioniert Persönlichkeit? Wie funktioniert das Ich? Wie funktioniert das Selbst? Aber dieser Blick, der hat viel Möglichkeiten, Erklärungslücken zu schließen, die doch in manchen Persönlichkeitstheorien oder eigentlich in der Vielfalt der Persönlichkeitstheorien eigentlich aufzufinden sind, und hat eigentlich auch dann die Möglichkeit, die verschiedenen Persönlichkeitstheorien, die zum Teil sehr, sehr unterschiedliche Menschenbilder vertreten, transportieren, miteinander zu verbinden. Also dann bekommt jede ihren Platz und wir können das würdigen. Also ich könnte sagen, eine allgemeine Haltung oder Einstellung von mir, die mich in meiner wissenschaftlichen Arbeit geleitet hat, ist die, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Also wenn ich irgendwas kritisiere an einer Theorie oder an einem Ansatz, dann bemühe ich mich sehr, sozusagen die Spreu vom Weizen zu trennen. Nicht die Theorie als Ganzes pauschal, wie das leicht mal geschieht. Gerade bei Ideologien ist das ja so, wird dann als Ganzes abgewertet, sondern einfach wirklich zu gucken, was davon ist erhaltenswert und wo kann ich mich von trennen, besonders wenn ich es in einen größeren Zusammenhang stelle. Also um das nur mal zu sagen, ein Beispiel ist, am unteren Ende der Komplexität sind die behavioristischen Ansätze, also der klassische Behaviorismus, der die ganze Psyche, alles das, was den Menschen ausmacht, sein ganzes Menschenbild, versucht da zu erklären als Hierarchie von Gewohnheiten, von Reizreaktionsverknüpfungen. Und dann braucht man nur noch also zu wissen, wie werden die gestärkt und geschwächt. Durch Belohnung werden sie gestärkt, durch Bestrafung bzw. Nichtbelohnung werden sie geschwächt. Und dann hat man eigentlich schon die Grundlagen und damit Selbststeuerung, damit Dinge wie Integrität der Persönlichkeit, Würde der Person zu erklären, erscheint doch auch heute jedem Laien doch fragwürdig. Aber das war wirklich das Programm von Boris Skinner, einem Harvard-Professor, der gesagt hat, Persönlichkeit, auch Selbststeuerung, auch Wille, das sind eigentlich Begriffe, die sind überflüssig geworden, denn wir können das alles mit einer Hierarchie von Gewohnheiten erklären. Und damit war eigentlich die Ratte, die jetzt das Versuchstier der Behavioristen, der frühen Lerntheoretiker in der Psychologie, die so in den 30er Jahren, 40er Jahren besonders stark etabliert waren, gerade in den USA. Das Grundprogramm war damit eigentlich definiert. Und das Menschenbild, ja, war das einer kleinen
Gewohnheitshierarchie-Maschine. Also man steckt Reiz rein, kommt Reaktion raus, mehr oder weniger automatisch. Das Modell wurde natürlich erweitert, gerade in der Tradition der Verhaltenstherapie, die sich auf diese Ursprünge stützt. Da ist vieles dazugekommen. Irgendwann hat man dann auch Emotionen zugelassen, also zwischen Reiz und Reaktion einige Vermittlungen. Aber im Wesentlichen ist das ein sehr mechanistisches Bild. So, und auf der anderen Seite der Komplexität, da stehen Theorien, zum Beispiel die von Carl Rogers, die die ganze Person versuchen in den Blick zu nehmen und deren Methoden nicht das Belohnen und Bestrafen von Reiz-Reaktionsverknüpfungen ist, neue Gewohnheiten aufbauen, wenn man den Menschen verändern will, sondern die ganze Person und das Verstehen der ganzen Person, Akzeptanz, er sprach von unbedingter Wertschätzung. Christlich könnte man sagen, auch da darf man auch den Begriff Liebe, das muss man nicht so kompliziert ausdrücken, verwenden. Da geht es also wirklich um die ganze Person auf einer Ebene, wo also man normalerweise, wenn man diese Ebene in den Fokus rückt, nie auf die Idee kommen würde, das lässt sich auf eine Ansammlung von erlernten und verlernbaren Gewohnheiten zurückführen. Ja, aber wissenschaftlich ist es eine riesige Herausforderung, diesen großen Spagat zu gehen. Und dazwischen sind andere Theorien gelagert, die wir jede für sich, auch Freud und Jung und auch Eysenck, der das Temperament und die Grundlagen der heutigen Persönlichkeitstypologie oder der Persönlichkeitstheorien, die auf 5 Dimensionen meinen, die gesamte Persönlichkeit beschreiben zu können, der Big Five, eigentlich aufbauen. Und daraus ergeben sich, aus jeder dieser Schulen können wir eigentlich sagen, für jede dieser Schulen können wir sagen, dass eine jeweils andere Systemebene in den Fokus gerückt wird. Einmal die Gewohnheiten, ganz oben die Selbststeuerung, das Selbst und die Selbstentwicklung und dazwischen eben Motive, das Denken. Also es gibt Persönlichkeitstheorien, die eigentlich im Wesentlichen sagen, die Bedürfnisse und wie Menschen gelernt haben, damit umzugehen, das sind die Motive von Leistung, Beziehung, Macht, vielleicht auch sowas wie Freiheit und freiheitliches Selbstsein. Das sind die wesentlichen Aspekte, wenn ich eine Person beschreibe. Wenn andere sagen, nein, das sind die Denkstile, wie Menschen Informationen verarbeiten. Das war C.G. Jung. Und so kriegt man sehr, sehr unterschiedliche Menschenbilder. Und es liegt eigentlich ganz nahe, die zusammenzunehmen. Und auch das, was Freud über den Umgang mit unseren Triebfedern, auch der Sexualität und überhaupt den Lust-Unlust-Empfindungen, die eigentlich unser Handeln auch irgendwie sehr stark mit beeinflussen, das ist ja völlig klar. Das alles findet seinen Platz, wenn wir eine integrative Theorie zulassen. Das ist heute ein bisschen schwierig, weil schon der Begriff Theorie eigentlich ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Theorie, das Wort benutzt man nicht, Sie haben es auch nicht benutzt. Sie haben von einem Modell gesprochen. Das ist so ein bisschen Zeitgeist. Ich höre das sehr oft, dass also die Psi-Theorie, die ich immer Theorie nenne, als Modell bezeichnet wird. So, als würde man sie dadurch ein bisschen mehr hoffähiger machen in der heutigen Zeit. Also was leisten eigentlich Theorien? In der Wissenschaft ist ganz eigentümlich, in der Psychologie. Da ist, wenn ich irgendwie sage, ich habe die Hypothese, dass wenn Menschen unlösbare Aufgaben bekommen, sie das Vertrauen, die Überzeugung, dass sie Kontrolle über das, was passiert bei dieser Aufgabe, verloren haben oder gar nicht gewinnen können. Und dabei kommt dann letztlich dabei heraus, dass sie an dem Kontrollverlust leiden und depressive Emotionen entwickeln. Dann wird das eine Theorie. Das ist die Theorie der gelernten Hilflosigkeit. Und die Theorien sind so einfach oder noch einfacher heutzutage. Also ich brauche nur eine, früher hätte man das eine Hypothese genannt, zwischen einer Eingangsbedingung und einer Folgewirkung. Das sind dann die Theorien. Man erwartet nicht mehr das von Theorien, im Gegenteil, es ist fast schon außerhalb der Wissenschaft eine Theorie, die sich bemüht, möglichst viele Phänomene möglichst sparsam zu erklären. Die Komplexität zulässt, wenn es nicht anders geht, die nicht Sparsamkeit um jeden Preis betreibt. Ich spreche da von Vereinfachungsillusionen, dass man also heute Theorien, die man dann auch gerne Modelle nennt, da passt auch Modell besser. Ne? Also das ist dann schon verständlich, dass man diese Bezeichnung heute eher nimmt. Aber ich meine mit Theorie wirklich das, was man früher mal unter Theorien gemeint hat. Das war immer mein Streben, eigentlich
Integration zu erreichen in der Persönlichkeitspsychologie, das hat mich einfach neugierig gemacht. Das ist auch die Tradition, in der ich groß geworden bin. So ist diese Theorie entstanden. Jetzt haben Sie gefragt, und ich habe nur einen Teil davon beantwortet, was denn PSI, was denn da interagiert. Ich habe jetzt diese Systemebenen angedeutet, nur die unterste und die oberste etwas näher erläutert. Und dazwischen sind die Affekte und Emotionen und das Denken und so weiter. Okay. Aber was macht das Eigentliche aus? Was sind die Persönlichkeitssysteme, auf die es ankommt? Da fange ich eigentlich an bei den Kompetenzen, ich nenne sie Basiskompetenzen, die wir normalerweise auch in unserem Alltagsverständnis automatisch, aber eher implizit, als dass wir uns dessen immer bewusst sind, mit dem Begriff Persönlichkeit verbinden. Eine gestandene Persönlichkeit oder, wie Rogers das nannte, eine voll funktionsfähige Persönlichkeit, eine reifte Persönlichkeit. Ja, woran erkennen wir die? Wann sprechen wir von Persönlichkeit und von einer gestandenen Persönlichkeit? Naja, wenn sie Entscheidungen, umsichtige Entscheidungen treffen kann, also eine gewisse Urteilsstärke hat, diese Entscheidungen umsetzen kann, auch danach handeln kann, und wenn so etwas wie persönliche Reife daraus entstehen kann. Den Begriff verwendet man fast gar nicht mehr. Urteilsstärke gehört eigentlich schon dazu, Entscheidungsfähigkeit gehört dazu, aber viel mehr noch, auch moralisches Urteil gehört dazu, Integrität, Werte, auch die Würde der Person. Skinner, der diesen Behaviorismus, diesen radikalen Behaviorismus ja propagiert hat im vorigen Jahrhundert, auf der Grundlage seiner Rattenforschung, Forschung an Ratten, der hat ja ein Buch geschrieben, das hieß Jenseits von Freiheit und Würde. Der sagt, also solche Begriffe können wir weglassen. Freiheit und Würde, das sind unwissenschaftliche Begriffe. Die kann man nicht messen. Da war das Credo, alles, was man nicht sehen kann, ist nicht wissenschaftlich. Also jeder Physiker, jeder Chemiker, also die klassischen Naturwissenschaften, die würden an die Decke gehen und sagen, oh, dann wären wir nicht da, wo wir heute sind, wenn wir nur immer Dinge zugelassen hätten in unseren Theorien, die man sofort messen kann. Aber genau das war das Programm und das ist auch der Anteil des behavioristischen Denkens, der immer noch auch die Methoden in der Psychologie beherrscht, nämlich methodologischer Behaviorismus wurde das mal genannt, dass man sehr viel Wert darauf legt, nicht zu viel Theorie zuzulassen, also nicht zu viel Konzepte. Das hat auch was Heilsames gehabt, die man nicht sofort messen kann. Die Psychologie als ganz junge Wissenschaft, die hat gemeint, wir sind darauf angewiesen, sonst sind wir keine Wissenschaft, gerade diese Dinge, die so schwer messbar sind, in den Bereich der Messbarkeit zu bringen und sonst ehrlicherweise zu sagen, das lassen wir außen vor, das ist wissenschaftlich nicht beantwortbar. Und also dieser Effekt hat mich dann auch sehr beflügelt, Messbarkeit so weit auszudehnen, dass wir wenigstens eine Berührung machen können mit den komplexeren Schichten der Persönlichkeit, die wir im Alltag damit verbinden. Und dann kommt man auf sowas wie Basiskompetenzen, wie ich sie genannt habe. Vorsätze umsetzen an Fehlern, die man macht, oder sogar leidvollen Erfahrungen, die man macht, wachsen. Das sind Dinge, die wir mit Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung bringen würden. Da gehen wir doch mal rein. Welche Systeme braucht man? Und das ist jetzt eine Frage, die versteht jeder Zeitgenosse in der heutigen Zeit. Wenn Sie eine Software kaufen, dann steht schon außen auf dem Umschlag drauf, Systemvoraussetzung. Wie muss das System beschaffen sein, damit das Programm laufen kann? Ich habe genau diese Frage gestellt, das meine ich mit diesem funktionsanalytischen Ansatz, dass wir mehr das Funktionieren der Persönlichkeit mal in den Blickfeld, ins Blickfeld rücken wollen, als nur immer auf Inhalte zu gucken. Was für Inhalte hat das Denken? Was denken die Leute? Was haben sie vor? Welche Ziele haben sie? Das ist so der typische Fokus. Nein, welche Systeme machen das überhaupt möglich, was Persönlichkeit leistet? Welche braucht man? Zum Beispiel Vorsätze umsetzen. Und jetzt sind wir ganz schnell bei der PSI. Zum Vorsätze umsetzen brauche ich ein Gedächtnis, was dafür sorgt, dass ich den Vorsatz, den ich noch nicht ausgeführt habe, nicht vergesse. Intentionsgedächtnis. Bums, haben wir ein System. Das kommt in der ganzen Psychologie zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen bin, nicht vor. Nur bei Kurt Lewin, in der Tradition bin ich groß geworden, aus der Motivationspsychologie, da gab es immerhin diese Spannungssysteme, die in Spannung bleiben. Man spürt das manchmal, wenn man einen Vorsatz noch nicht ausgeführt hat, eine innere Spannung. Und meistens, wenn man in sich hineingeht, dann weiß man auch, meldet sich auch wieder, ach, ich habe das ja immer noch nicht gemacht, was ich eigentlich vorhatte. Und die Spannung legt sich erst, wenn der Vorsatz ausgeführt ist. Also ich brauche so ein Intentionsgedächtnis.
Und was ich auch natürlich brauche, ich kann einen Vorsatz nicht ausführen, wenn es nicht irgendeine Maschinerie gibt, irgendwelche Systeme, ein Netzwerk von Systemen, die die Handlungsausführung, die motorischen Bewegungen und was immer nötig ist, um die Handlung, um den Vorsatz auszuführen, auch wirklich steuern können. Das nennen wir einfach Handlungssteuerung oder Verhaltenssteuerung. Und weil viel mehr Teile, als man normalerweise sich bewusst ist, von der Verhaltenssteuerung unbewusst verlaufen, intuitiv, nennen wir das intuitive Verhaltenssteuerung. Also Intentionsgedächtnis, intuitive Verhaltenssteuerung. Und dann lernen wir plötzlich, die müssen ja interagieren. Da kommt das I von PSI, Persönlichkeitssysteminteraktion. Wie interagieren die? Und dann stellt sich heraus, zunächst mal sind die eher fast antagonistisch, die interagieren nicht, die hemmen sich gegenseitig. Wenn ich ganz spontan ins Handeln gehe, brauche ich keine Vorsätze zu bilden, dann wird das Vorsatzgedächtnis gehemmt, das wird gar nicht benötigt. Wenn ich mir einen Vorsatz, wenn ich mir etwas vornehme, wird auch die unmittelbare Ausführung gehemmt, weil sonst brauche ich es mir nicht vorzunehmen, dann tue ich es gleich. Ja? Vorsätze sind für Situationen, in denen man nicht willens oder nicht in der Lage ist, wo man vielleicht auf eine günstige Gelegenheit warten muss oder will, bis es zur Ausführung kommt. Also ist mit der Vorsatzbildung eine Hemmung der Verhaltenssteuerung eigentlich ursprünglich gemeint. Deswegen haben wir da so einen Antagonismus. Und das genau erklärt schon, warum viele Menschen diese eigentümliche paradoxe Erfahrung machen, dass sie wissen, wie etwas geht, dass es aber nicht zum Umsetzen des Vorsatzes kommt. Sie können den inneren Schweinehund nicht überwinden, obwohl sie eigentlich doch wissen, wie es geht. Also eigentlich ist es fast ein bisschen paradox. Mit einer rationalen Verhaltenstheorie kann man das überhaupt nicht erklären, warum das haken soll, wenn ich doch weiß, wie es geht. Es ist in meinem Repertoire, warum tue ich es nicht? Ich habe es auch eigentlich als das Notwendige erkannt. Also rational ist das kaum begründbar, dass es dann nicht zum Handeln kommt. Aber diese Hemmung der intuitiven Verhaltenssteuerung durch das Intentionsgedächtnis erklärt das schon. Nur die Frage ist, wie überwinde ich die? Und da kommen die Affekte ins Spiel, die bei diesen 7 Systemebenen, die so zwischen Gewohnheiten ganz unten und Selbststeuerung ganz oben dazwischen liegen. Da gibt es eben auch die Emotionen und die Affekte. Und auf der 3. Ebene, wo wir unterscheiden zwischen positiven und negativen Affekten, da werden wir sofort fündig. Die positiven Affekte, also positive Gefühle, Freude, das sind auch bei Tieren eigentlich genau die Voraussetzungen dafür, dass man ins Handeln kommt. Also wenn ich sozusagen diese Dämpfung von positivem Affekt, die sich ergibt, von Handlungsenergie, die sich ergibt, wenn ich eine Absicht bilde, wenn ich diese Dämpfung aufhebe, dann komme ich ins Handeln. Ja, also wer diese Dämpfung aushalten kann, das ist ja so ein Stückchen Frustration, wenn ich erstmal eine Intention bilde und kann die noch nicht ausführen, wer diese Frustration aushalten kann, um eine Intention zu bilden, und sie dann im richtigen Moment aber wieder aufheben kann, diese Dämpfung, also sich motivieren kann, dass er in einen positiven Affekt kommt, der kann dann sozusagen das System Intentionsgedächtnis mit dem System intuitive Verhaltenssteuerung verbinden. Der kann seinen Vorsatz ausführen, ganz einfach. Und das Zweite ist, und dann haben wir die Systeminteraktionen, die wesentlichen schon genannt, wie wächst man an Fehlern? Na, jeder weiß das, dass die erste Voraussetzung ist, dass man den Fehler überhaupt zugibt, dass man bereit ist, den anzugucken. Denn manchmal ist das so unangenehm oder man hat sogar Angst, dass das ganze Selbstwertgefühl zusammenbricht. Bei Kindern kann man das auch schon beobachten, aber auch bei Managern und Führungskräften auch, dass alles andere als Fehlerkultur im Vordergrund steht, sondern Fehlervermeidung, Fehlerverkaschierung. Ja. Man kann nicht an Fehlern wachsen, wenn man sie nicht anguckt. Man kann keine Lehren daraus ziehen. Das reine Angucken reicht auch nicht. Das reine Angucken kann wehtun, also lernen wir schon sofort, auch da spielen Affekte mit hinein, aber negative. Das tut weh, unter Umständen. Und wenn es eine leidvolle Erfahrung ist, dann tut es erst richtig weh. Also das Anschauen von Dingen, die mir nicht in den Kram passen, die daneben gegangen sind, von schmerzhaften Erfahrungen, leidvollen Erfahrungen, das hat nicht immer das Wort Fehler, was passt. Das Anschauen ist der erste Schritt zum Selbstwachstum. Alleine reicht es nicht, dann verliere ich mich in lauter Schmerzinseln, die eigentlich mit negativen Gefühlen, mit Angst, mit Schmerz verbunden sind und da passiert nichts. Es passiert etwas in Richtung Bewältigung, wenn ich diesen negativen Affekt etwas reduzieren kann, wenn ich mich selbst beruhigen kann oder von außen ein bisschen Beruhigung, ein bisschen Mut erfahre. Dann nämlich kann ich das System erreichen, das ist jetzt das 4.,
Also das Erste, das habe ich noch nicht benannt, also das, wo ich den Fehler oder das einzelne Erlebnis, was so wehtut, anschaue, was also Einzelheiten aus dem Kontext herauslöst und in den Fokus der Aufmerksamkeit lockt, das nennen wir Objekterkennungssystem. Manchmal sagen wir Fehler, zoomen dazu. Man zoomt regelrecht in die Gefahrenquelle oder in die Fehlerquelle hinein. Prima. Das ist antagonistisch verbunden, also auch hemmt ein anderes System, das nämlich den großen Überblick gibt. Wenn ich nur den Fehler sehe, nur das schmerzhafte Erlebnis, dann bin ich nicht im Überblick. Das bedeutet aber auch, dass es ganz schwer ist, mich zu beruhigen, wenn es weh tut, weil ich andere Erlebnisse, die mir vielleicht einen Ausweg verheißen würden oder Erfolgserlebnisse, die das relativieren würden, gar nicht zur Verfügung habe. Die spüre ich nicht. Die sind im Moment nicht da. Dann muss ich nämlich in dieses vierte System geben, was ein ganz ausgedehntes Erfahrungsnetzwerk ist. Und dann haben wir sie alle zusammen. Dieses ausgedehnte Erfahrungsnetzwerk, Ausdehnung als Extension, nennen wir Extensionsgedächtnis. Und das, was also Psychologen schon seit langer Zeit das Selbst nennen, also nicht das analytische, denkende Ich, wie bei Freud, sondern das Selbst, das können wir ganz gut mit diesem Erfahrungsgedächtnis verbinden. Und das geht natürlich in seiner unendlichen Ausdehnung, wo sämtliche Lebenserfahrungen abrufbar sind, nicht alles durch den Bewusstseinstunnel. Das passt gar nicht, also ist es weitgehend unbewusst. Und ich muss, wenn ich aus Fehlern und schmerzhaften Erfahrungen lernen will, da muss ich erstmal im ersten Schritt den negativen Affekt, der damit verbunden ist, wenn ich mal da drauf schaue, aushalten, auf Verdrängung und Beschönigung verzichten und mal angucken. Und dann muss ich aber mit diesem negativen Affekt auch irgendwie so weit fertig werden, dass ich überhaupt das integrieren kann in mein großes Erfahrungsgedächtnis, in mein Selbst. Selbstwachstum bedeutet, dass ich solche Erfahrungen, die erstmal wehtun, integrieren kann. Das geht nur mit einer anderen Kompetenz, die jetzt nicht Selbstmotivierung heißt, wo ich dann positiven Affekt herstelle, wie man Vorsätze umsetzen, sondern die nennen wir Selbstberuhigung, weil es da darum geht, diesen negativen Affekt wieder ein bisschen zu dämpfen. Entweder mit Hilfe von anderen, wo ich Trost empfinde, oder aus eigener Kraft, wenn ich gelernt habe, mich selbst zu beruhigen. Und dann kann ich eben wunderbar selbstgesteuert diesen Prozess des stetigen Wachstums selber einleiten, indem ich immer wechsle. Also es ist so eine Dialektik zwischen den Systemen, die gesteuert wird durch eine Dialektik, ein Pendeln zwischen gegensätzlichen Gefühlen. Schmerz aushalten, das eine Detail, was nicht so richtig passen will, was wehtut oder was Angst macht, herauslösen, anschauen, dann aber den Schmerz wieder etwas relativieren, etwas bewältigen, und dadurch die Integration schaffen. Und dann verändert sich das Selbst. Da wird das Selbst regelrecht umgebaut. Wir sprechen von akkommodativem Selbstwachstum. Piaget, der Entwicklungspsychologe, der die Intelligenzentwicklung beobachtet hat, der sprach von Akkommodation, wenn ein Schema ganz umgebaut wird. Wenn man also das nicht einfach nur ein bisschen anpassen kann, das ist Assimilation, sondern wenn man das revidieren muss. Und das passiert immer bei diesem Wechsel zwischen Objekterkennung und dem Selbst. Damit haben wir eigentlich das PSI und den ganzen Kern schon erklärt. Hat ein paar Minuten gedauert, aber wenn man bedenkt, dass man da eigentlich den Kern einer relativ erklärungsstarken Theorie, die auch das Potenzial hat, viele Persönlichkeitstheorien zu integrieren, eigentlich ist das noch relativ sparsam, würde ich sagen. Vier Systeme, deren Interaktion beim Zustandekommen von diesen persönlichen Kompetenzen, Vorsätze umsetzen, aus Erfahrung lernen, aus negativen Erfahrungen lernen, wunderbar, die durch den Wechsel zwischen gegensätzlichen Emotionen dann offensichtlich zusammen verschaltet werden. Das ist Komplexität aufgrund dieser unglaublich vielen Möglichkeiten, die sich aufgrund der Interaktion von solchen Systemen ergeben. Aber die Bestandteile der Theorie, die sind so schnell erklärt, wie ich es gerade gemacht habe.